Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Videoserie hier auf dem Kanal von Trainser und mir. Und wie ihr schon an dieser Anmoderation gehört habt, wir sind nicht alleine, wir sind mit dem netten Herrn Erik hier. Mit Erik und Erik mal wieder ein neues Genau. Let's Play. Ja, und zwar sind wir heute im Euro Truck Simulator 2. Wir machen nämlich Ja. ein neues Let's Play-videomäßige Serie über die Truck Multiplayer, also American Truck Simulator und Euro Truck Simulator. Und was wir daran machen ist, wir sprechen immer über alle möglichen Themen, die ihr natürlich vorschlagen könnt auch. Also, wenn ihr irgendwie was zu den Themen, die wir besprechen haben wollt, sagen wollt, einfach in die Kommentare oder wenn ihr ein Thema habt, über das wir sprechen können, auch in die Kommentare. Wir versuchen das zu machen. Wir wissen nicht, wann es etwa kommt, also wann wir Videos machen, je nachdem und vielleicht ab und zu gestreamt. Und ich habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist immer gut. Das ist wirklich immer sehr, sehr gut. Ich gucke mir dich gerade aus der Nähe an. Das Problem ist, ich stecke in der Kamera fest. In welcher Kamera denn? Jetzt habe ich es gut, es geht. Okay. Ich stecke in der Dingskamera. Steam Offline zeigt es mir an. Ja, das sagt er mir auch, aber beweg dich Das mal. stimmt. Das stimmt, Steam ist offline. Ich bewege mich, du? Ja, du bewegst dich. Gut. Steam ist gecrashed. Juhu! Perfektes Timing. Wir befinden uns momentan Bei in mir ist Erfurt. Steam aber auch Ja. angeblich offline. Ja, ich glaube, Steam ist wirklich offline, weil auch wenn ich irgendwie, wenn ich checke, passiert nichts. Gut. Also, es zeigt mir auch keine Fahne an. Also, wir befinden uns momentan in Erfurt und wollen uns Ladungen machen. Das Problem ist, Erik bekommt gerade keine angezeigt. Das heißt, wir wollen. Ich fahre als Leerzug hinterher. Genau. Also, wir wollen hier erstmal links abbiegen. Wie gesagt, Pilotfolge. Wir gucken mal alles, wie es läuft. Wenn's. Oh, sorry, Handbremse aus den angezogen. Falschen Ah, Tasten gewählt. keine Hektik. Ich kann ja bremsen. Sicher? So, Ja. mein rechtes Bein schläft ein, direkt bei Anfang der Fahrt. Und wir halten uns natürlich schon an die Verkehrsregeln hauptsächlich. Ja, natürlich halten wir uns an die Wir spielen meistens Verkehrsregeln. wahrscheinlich auf EU2, einfach weil mehr Leute drauf sind. Und genau, keine politischen Themen. Das war es eigentlich, was ihr wissen müsst zum Dings. Was haben wir denn Genau. als Thema für heute zum Beispiel, Erik? Haben wir überhaupt schon irgendwas? Ich bin nicht sicher. Thema für heute eigentlich noch nicht. Wir haben so vielleicht generell so das Projekt erstmal als Thema. Genau, ja. Schön, war ein gutes Thema. Nein, auf jeden Ja. Fall. Thema fertig. Grün. Grün. Genau, also das Grün. Gameplay ist natürlich nur zur Hintergrundbemalung, sage ich mal. Dass wir hier das wunderschön haben und nicht wirklich dazu gedacht zum Angucken. So, ihr könnt es ja einfach, also wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich Ihr angucken. könnt es auch als Podcast laufen lassen, Genau, demher. einfach irgendwie was machen oder so im Hintergrund einfach das anhören. Wie ihr wollt, natürlich. Und ja, wir dachten uns einfach mal, ist ganz schön, so ein Format zu haben, in dem wir ein bisschen rumtalken können, weil es gibt ja vieles zu besprechen in der Welt. Ja, vieles. Vieles. Deswegen haben wir kein Thema für heute. Ja, das ist. Also ich hatte mir eigentlich überlegt, wir könnten Ja. so generell mal ansprechen, was wir beide so noch zusammen geplant haben. Ich weiß, dass da was Größeres im August geplant ist. Genau. Die Ja, meisten komm. können sich auch schon denken, was das ist. Was kommt denn für ein Spiel im August raus? Nein, natürlich nicht. Ja, kannst du mal ein bisschen das Thema einleiten, was wir alles so geplant Genau. haben? Also ich und Erik kennen uns ja jetzt schon doch, ich glaube, ein Jahr oder zwei. Zwei, Ich oder? glaube mittlerweile zwei. Minimal. Und ich weiß noch, dass wir gemeinsam Aperture Tag gespielt haben, dass ich dem Erik damals sogar ausgegeben habe. Ja, spendabel, spendabel, der Herr. Spendabel war ich schon immer. Und dafür hat Erik sich aber auch in einigen Punkten revanchiert. Das hört sich ja schon mal Das gut hört an. sich falsch an. Ich hab übrigens auch was. Ich könnte jetzt nach Dresden fahren. Du könntest nach Dresden. Ey, ey, ey. Dann warte, dann guck mal auf der Frachtkarte, ob du irgendwas Richtung Prag hast. Ich habe nur Erfurt und Leipzig. Und Warte, das aber Leipzig. jetzt, wenn du hier vor Ort guckst, ne? Geh mal übers Menü auf die Frachtkarte. Ich gehe jetzt mal auf den Frachtmarkt. Genau. Hast Da du irgendwas nach Prag? bekomme ich gar nichts angezeigt. Okay, dann musst du direkt hinfahren. Warte, was hast du hier angezeigt? Was sind die Ziele? Hier habe ich angezeigt bekommen. Warte, da muss ich noch mal rein und wieder rausfahren. Hier bekomme ich angezeigt für den Frachtmarkt Erfurt und Leipzig und Erfurt nach Dresden. Leipzig habe ich auch. Ist nicht weit entfernt, aber das kann man auch machen. Wir können Das aber kann ich nach auch von hier Leipzig, weil fahren. von Leipzig können wir dann ja was Neues holen.
Oh nee, warte, habe ich jetzt. Ich habe die Fracht schon angenommen, oder? Habe ich jetzt schon. Nee. Doch, ich habe meine Fracht schon angenommen. Ah, die 12.000, scheiß drauf. Wo ist mein Anhänger? Du wartest auf einen Fahrer, der deine Fracht übernimmt. Alles klar, die 12.000, scheiß drauf. Das ist jetzt schon abgenommen, oder? Gut. So. Ach so, ja, meiner steht unter deinem. Aber wir können ja gleichzeitig reinfahren, das ist gut. So. Gut, meiner ist links von deinem. So, wir sind beide auch noch relativ niedriges Level. Weil, also bei mir ist zumindest die Spielstrafe gegangen und bei dir, glaube ich, auch, oder? Ja. Ja, also werden wir unsere Trucks zusammen mit uns selber in diesem Format weiterentwickeln. So, ich bin dran, du bist dran, wir sind beide nach Leipzig, ne? Ja, wir sind beide nach Leipzig. Auf wir fahren geht's. Beide nach Leipzig. Leipzig. Nach Leipzig. Wunderbar. Also ich glaube, wir scheißen mal auf die Geschwindigkeitsbeschränkung hauptsächlich, oder? Ja. Aber Ampeln werden eingehalten. Ampeln sind immer da wichtig. Ein Stoppschild. Egal. Was soll denn aus dir werden? Ich hab doch nicht mal den Führerschein. Stimmt, hast du nicht mal. Ich hab nicht mal angefangen mit dem Führerschein. Nee, aber wir haben mit Aperture Tag angefangen, haben immer mal wieder was gemacht. Minecraft wird jetzt auch vermehrt, denke ich mal, je nach Möglichkeit kommen. Genau, bald übrigens nächste Woche oder morgen. Morgen schaffe ich das. Morgen auf das Kanal geil. Kommt eine Folge bei mir. Minecraft, die schon bei dir zu sehen ist, oder? Ja, die war schon bei mir zu sehen. Aber wir nehmen einfach. Und da ist rot an der Ampel. Ah. Ja, das Blöde ist, dass man eben immer Geldstrafen kriegt, wenn man überfährt. Das ist und ja, ich bin eh bei minus 43.000. Ich aber nicht. Und ah, grün. Minecraft soll kommen, ETS 2 soll kommen. Und wir haben ja auch noch ein bisschen was im Real Life geplant. Genau, ja. Wollen wir das noch zurückhalten oder wollen wir gleich raushauen? Diese also wir können zumindest mal sagen, dass ich demnächst mal nach Berlin komme. Genau. Und du. Und in der Zeit verreise ich mal ganz schnell. Ganz genau, du verreist mal ganz schnell weit weg. Und der Erik kommt mich besuchen in Stuttgart. Genau, und das wahrscheinlich erst Ende des Jahres, aber ja. Da komme ich auf jeden Fall hin. Eigentlich am geilsten wäre, wenn du dich über Silvester von deinen Eltern lossagst. Hat auch mal eine Idee. Und wir einen Silvester-Vlog und all sowas machen. Wobei, warte mal, ich überlege gerade. Na, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Na, was heißt? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich will ja nächstes Jahr in die USA gehen und da wäre das, je nachdem wie lange ich das schaffe, vielleicht mein letztes Silvester, also. Frage, ne? Also ich glaube immer, also ich hab's dir schon öfters gesagt, du solltest nicht nach Amerika gehen ohne eine Ausbildung. Klar, na, ich würde studieren, dann da wahrscheinlich. Ja. Ja, aber ja. Nein. Ja, aber nein. Weil du solltest jetzt zumindest auf jeden Fall genügend Geld zurückhalten, dass du noch mit einem Flug wieder nach Deutschland kommen kannst. Auf jeden Fall. Weil ich will nicht irgendwann hier, wie heißt sie? Die, vermisst bitte, hier, genau, ich möchte nicht Julia Leischig anrufen müssen, die dich dann in irgendeiner RTL-Reportage sucht. Vermisst, klar, bitte melde dich. Wir haben übrigens einen Mitfahrer hinten. Wir haben einen Zuschauer, der an seinem Skoda aufgeholt hat. Wir sind jetzt eine Dreierkolonne. Eine Dreierkolonne. Wuhu. Der Race Twingo vom ADAC Service Team. Ja. Gut, dann haben wir die Pannenhilfe vor Ort. Wir sind ja noch 89 Kilometer, bis wir da sind. Mein Gott. Sehr schnell. Nee, aber das ist auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, ist sowieso die Frage, ob das alles klappt. Ich hoffe ja, ich hoffe ja. Aber das muss die Zeit mir sagen. Und es erinnert mich, dass ich mir heute am besten noch ein paar Stunden daran setze, dass das klappt. Ah ja. Aber hey, so entstehen Themen. Ja. Du machst deine Ausbildung weiter bei der Ich hock immer noch hier. Ich bin heute aus Koblenz wiedergekommen. Wir waren da ja auf Seminar.
Und wie lange geht die Ausbildung jetzt noch insgesamt? Die Ausbildung geht jetzt noch knapp 2 Jahre. Also ich sollte im Mai 2019 ungefähr bin ich fertig. Mai 2019? Ja. Okay. Das war ja ein bisschen später Spurenwechsel, ne? Eieiei. Was bist du denn für ein Fahrer, Mensch? Was ich für ein Fahrer bin? Ja. Einer, der mit 90 hier jetzt versucht, die Auffahrt zu nehmen. Ah, ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Mal sehen, ja, wie lange es dauert, bis wir den ersten Crash haben. Ich glaube, das... nicht lange. Gar nicht lange. Gut, das ist 3 Sekunden, nachdem ich das gesagt hatte, den ersten Crash gab. Ja, warte, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier rauskomme. Ja, ich warte direkt hinter der Auffahrt. Ich habe jetzt auch extra schon das Differentialgetriebe eingeschaltet. Oh, da kommt einer schnell von hinten. Aber okay, der will mich nicht rammen, oder? Der will mich nicht rammen, oder? Gut. So, wir stehen hier neben der Auffahrt. Ich weiß nicht, ob ich hier wegkomme. Ich kuppel mal kurz den Anhänger ab. Mach das. Das ist der ADAC, fährt an mir vorbei. Aber er hält auch vorne mit Warmblinker an. Warte, kann ich hier mit der Kamera zugucken jetzt? Kann ich so weit? Wahrscheinlich nicht, oder? So weit geht's, denke ich nicht. Mit der Flycam wäre das jetzt gegangen. Ah, dann muss ich mir die zum nächsten Mal installieren, aber ich habe hier wenigstens ein cooles... Was ich jetzt versuche die ganze Zeit... Ja, das klappt einigermaßen. Da kommen noch mehr LKW. Man muss halt die ganze Zeit auf- und absatteln. Dann kann man sich immer so ein Stückchen wieder bewegen. Das ist natürlich auch klug. So, ich kümmere mich hier schön um meiner. Mach ich schöne Screenshots an der Zeit. Ganz viele Thumbnails sammeln, ne? So muss das. Ich dachte mir übrigens, wegen Aufnahmen, genau, habe ich dir schon mal erwähnt, ne, dass man vielleicht auch mal Dings machen könnte. Minecraft so. Minecraft so? Also, es ist normales. Vanilla Minecraft. Uiuiui, das war ein bisschen knapp, mein Lieber. Davon, genau, Vanilla Minecraft. Ja. Und mal gucken, wie das ist. Kann ich mal kurz in den Chat gucken in der Zeit, wo wir hier warten? Ja, das könnte hier etwas... Ein etwas längeres... Erik fährt nach Berlin, Erik rennt. Brauchst du irgendwie Hilfe? Brauchst du Hilfe? Eigentlich schon, ja. Warte, ich versuche mal, ob ich irgendwie rumkomme. Du kannst mir eh keine Anschubshilfe geben. Ah, das klappt schon. Das war mein LKW hier. Wie komme ich denn zu dir? Warte, ich muss jetzt mal... Oh, jetzt wird's riskant. Jetzt wird's riskant. Einmal rück... Oh, sorry! Sorry! Ich hab erstmal voll die Vorfahrt genommen. Also, was heißt Vorfahrt? Wir sind beide rückwärts auf der Autobahn gefahren. So wird's Vorfahrt, aber... Gut, ich komme mal zu dir, ne? Kommt schon die erste Rettungsmission hier. Ich mach mal lieber mein Fernlicht an, damit wir uns alle gleich sehen. Also, ich baue gerne immer im ETS 2 Multiplayer irgendwelche Crashes ein. Müssen die doch aber ein bisschen spektakulärer sein. Warte, was ist denn das Problem? Du kommst nicht raus. Ja, warte, ich hänge auf so einem... Ich versuche dich mal zu drücken. Ah, hier ist aber sehr bergiges Gebiet. Ich versuche mal rumzukommen. Ich weiß nicht, wie weit er dir helfen kann. Ich werde hier mal ein Warnlicht spielen. Ich werde hier ein Warnlicht spielen. Mitten auf der Spur spielen ist immer gut. Ich werde mal Warnlicht machen. Ich bin das Warnlicht. Ich habe das Gefühl, dass diese Renaults tatsächlich auch irgendwo... Dass die was? Dass sie tatsächlich was können. Manchmal habe ich schon das Gefühl. Er sagt irgendwas, ich kann es aber nicht... Ich habe es gemutet. Bitte? Lass mich mal... Ich schieb mal, ne? Kann ich mal einen Brummi da hinten. Weiß nicht, ob ich schieben kann, aber... Okay, sanft ranfahren. Komm. Kann ich schieben? Ja. Komm, Differentialsperre. Ich schieb dich aber ein bisschen, oder? Ja, so leicht.
Oh. Komm schon. Und wenn du nach links lenkst, kommst du auch nicht weg. Ich versuche ja gerade ein bisschen mehr in den... Ich rutsche ja hier immer mehr so in den Graben Warte, rein. Kannst du da fahren? Kannst du im Graben fahren? Ich versuch's gerade. Warte, ich schieb mal dein Führerhaus, ja? Ich schieb mal dein Führerhaus, okay. Kriege ich das geschoben? Nee, das ist das Problem. Doch, aber ja, das ist gut, was da hilft. Wahrscheinlich kommt gleich irgendeiner von hinten. Warte, fahrt mal ein Stück zurück. Ja, komm. Schaffst du's? Ich versuche mich durch das... Komm schon. Komm schon. Ach, nee. Ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, aber dann mache ich wenigstens kurz Screenshot noch von. Klassischer. Warte mal. Das ist F12, dann ist das 11. Ja. Das Problem ist halt, dass ich komplett in der Luft bin. Was ist denn in der Luft? Ah, warte. Wo kann man dich denn schieben? Warte, dein Heck ist in der Luft, oder? Ja. Also den hast du raus. Ja, vielleicht können wir den jetzt schieben. Warte, vielleicht können wir den schieben. Wenn du schon mal raus bist, ist das ja gut. Ja, warte, ich probier's ein bisschen anders. Ja, mach schräg, genau. Zieh dich schräg rein. Ah ja, genau. Komm schon. Oh, er kippt weg, oder? Oh. Kannst du? Ich glaube mit ein bisschen mehr Tempo. Komm schon. Ja, dann verschiebe ich nochmal ein bisschen von. Oder ich komme von der anderen Seite und stelle den ein bisschen auf. Warte mal. Das kann ich auch machen. Ich probiere jetzt mal noch ein bisschen wieder anders ranzufahren. Warte kurz, lass mich mal kurz durch. Ja, oder mach du erstmal, ja. Wenn ich von der anderen Seite komme, dann kann ich ihn gerade stellen für dich vielleicht. So, Rettungsaktion im... Aktivierte Differentialsperre, kann Schäden verursachen. Dann machen wir die mal aus, oder? So, ich versuche dich mal von der anderen Seite ein bisschen zu stabilisieren. So. Gut, Rettungsaktion echt. Jetzt hab ich mich wieder. Oh nein. aber wir arbeiten daran. Dann schreib ihm mal, soll ich rausschieben. Warte, ich komm das in den. Okay. So, weil wenn ich. Guck, ich kann ihn von hier vielleicht aufstellen. Das sollte klappen. Na. Ja, er ist schon mal gekippt. Der kann nicht mehr rüber. Ah, der ist genau so eine Kuppe. Das ist schlimm. Das ist genau eine Kuppe. Oh. Ja, du stehst genau auf so einer Spitze. Aber vielleicht kriegst du den jetzt gleich schräg ran, wenn er steht, sobald du da draußen bist. Ja. Jetzt ist ein bisschen verkehrsreich. Oh, jetzt wollen wir hier runter hier. Okay, jetzt wird's Chaos. Ich stelle das hier mal weiter hin. Ich hole euch nur eine bessere Kamera. So. Okay, die stehen da noch. Ah, wir sind jetzt zu zweit. Da kommt jetzt einer, der sperrt. Ah, ja. Wie geil. Das ist echt genial. Wie geil. Wie geil, jetzt kommen sie vorbei. Hört man leider so nichts, das ist blöd. So. Komm schon, das müssen wir schaffen. 3 LKW. Alter, mein Führerhaus hat den Mund offen. Ich kann durch mein Führerhaus gucken. So. Ja, da bewegt sich was. Komm schon. Komm, da bewegt sich was. Hm?
Ich brauche von vorn. Warte mal. Und wenn du dir von hinten einfach einen Schubs schräg gibst, sodass du von dieser Kuppe runterkommst. Ja. Ist das was? Ja, sag dem mal, der soll mich mit dem Führerhaus wieder in den Graben schieben. Ja, ja. Ah, gut. Ja. Ah. Ist da wieder ein LKW oder nee? Gut. Nee. Warte, guck, jetzt versuch mal schräg ranzukommen. Versuch mal jetzt schräg ranzukommen, weil ich ihn jetzt aufgestellt habe, ein bisschen. Genau, so dass du den rankriegst. Ja, ja, ja. Ein bisschen zu weit, oder? Kommst du ran? Nicht, noch nicht. Warte, kommst du nicht runter? Ist das das Problem? Weil dann können wir das machen. Dann gehe ich kurz weg, damit er rüberkippt, dann kommst du runter und dann schiebe ich ihn auf dich rauf. Fahr mal ein Stück weg. Warte, ich fahr mal weg, dass der mal rüberkippt. Warte, oh Gott, muss ja erstmal rauskommen selber. Der soll mal rüberkippen. So. Versuch den mal ein bisschen zu kippen. Stups den mal an. Ich weiß nicht, ob ich noch rankomme. Das ist das Problem. Da doch, komm noch ran. Komm, schieb. Nee, ich komme nicht mehr wirklich ran. Na, doch, ein bisschen. Komm schon. Ja, 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 das sieht doch fast vielversprechend aus. Ja. Kommst du jetzt raus? Ich komme noch raus, ja. Muss ein bisschen weiter rechts kommen, ne? Glaube ich. Bis zu weit links. So, jetzt muss ich erstmal hier den Berg wieder hochkommen. Dafür ist es vielleicht doch ganz praktisch, wenn ich mir rundum leuchten irgendwo mal rauf mache. Ja, du musst ein bisschen weiter rechts kommen. Also ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt! Warte, ja. Vielleicht kann ich dich aber von hinten ein bisschen schieben. Vielleicht ja. Reicht diese Ecke hier, die ich habe. Nee, reicht ja nicht. Schade. Gott, das ist ein Chaos. Oh Gott. Ja, wir sind so genial. Warte, also ich mache jetzt mal die Lösung. Ja. Ich mache es mal. Ja, den geil ist auch, der ADAC Franken-Let's Player ist jetzt da. Das ist aber echt der ADAC, ne? Also nicht echter, aber soll helfen. Also das Problem ist, dass der Eck, wir müssen den Anhänger nach vorne kriegen, oder? Der Anhänger muss, schreib dir mal, dass der Anhänger nach vorne muss, von der Kuppe runter. Warte. Er versucht genau. Jetzt von hinten an den Trailer. Ja, ich lasse mal den ADAC machen, der weiß, was er tut. Wow, das war steiler, als ich dachte. Mach mal das Licht aus. Das seht ihr nicht mehr. Komm schon. Ich glaube, der ADAC hat eine Idee. Ja, die wissen, was sie tun, also. Das war unerwartet, aber das ist verdammt cool. Das ist irgendwie schon echt cool, ja. Ah, das sieht gar nichts. Ja, er hat ihn bewegt. Vielleicht aber, wenn ich stütze, vielleicht bringt das dann was, dass er dann besser drücken kann. Gut. Erik, ramm mich mal vorne frontal. Frontal? Ja. Frontal oder seitlich? Ja, seitlich. Links an, also bei mir an die rechte Kante. Ah. Das war ineffektiv, oder? Das war ineffektiv, ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, mein Anhänger steht noch da. Am Ende. Den habe ich irgendwo gelassen. Ja, ich komme mal von. Warte, mein Anhänger steht noch da, oder? Ja. Okay, gut. Das war ein bisschen eng mit der Kurve. Aber jetzt passt das. Gut. So. Das ist natürlich blöd mit Anhänger, ne? So, Fahne gegen der Fahrtrichtung. Ich müsste. So, da kommt jetzt einer, der aber hoffentlich. Ach, dann kommt ein schneller.
Dann beleuchte ich das aber. So. So, gut, dann versuche ich nochmal von links zu stützen. So, ich stütze nochmal. Ich lasse den anderen auch. Ah, will der helfen oder nicht? Ich glaube, der will helfen, aber er kann nicht wirklich. Mhm. Ah, der andere hilft auch mit Stützen. Nice. Komm. Das ist einfach eine riesige Rettung. So genial. Vor allem wie der Nelvo jetzt versucht, mich hinten reinzudrücken. Weiß nicht, dass der auch noch stecken bleibt, oder? Jetzt bleib nicht stecken, du. Ist jetzt gerade stecken geblieben? Weiß ich nicht. Lass mich mal, ja. Okay, der will hier. Lass mich mal. Warte. Ja, der stützt sich jetzt gleich mal. So, okay, der stützt jetzt mal. Ey, Straße in Vollsperrung. Hm. Ich find's aber mega genial. Was los? Du findest es mega geil? Ich find's irgendwie mega lustig. Es ist so. Motorfehlfunktion. Kannst du, der ist so gut gestützt jetzt. Ja? Ja, komm schon, der muss nur ein bisschen weiter runter. Bumm. Das Utschebeb. Einer meiner Trainkraft-Server-Admins. Das ist genial. Kann ich hier mit dem Schwupps umhauen ein bisschen vielleicht? Ein bisschen probier mal. Ich will nämlich zu schnell gegen, sonst schrotte ich mich. Nee. Gut. Ah, der blockiert aber, dass wir hier freies Dingsfeld haben. Gut. Ich glaube, ich lasse mich abschleppen. Oder? das wäre zu einfach, oder? Da kommt einer. Irgendwie wäre es schon. Ah, das ist Uchibab, okay. Irgendwie wäre es schon. Ups, Uchibab ist gecrashed. Uchibab. Das wäre scheiße, wenn wir jetzt abschleppen lassen. Wir werden nicht aufgeben. Warte! Da war gerade T! Ja? Koppel? Warte. Kannst du koppeln? Es ist immer nur so für eine Millisekunde da gewesen. Jetzt muss ich gucken, dass der Auflieger wieder einrastet. Ja! Ja, nice. Und jetzt muss ich ihn rauskriegen. Komm. Kriegst du ihn raus? Ich dreh mich gerade. Ja. Schieb mich mal ein bisschen an. Warte, ich komme von der Seite hier. Ja. Komm. Gas, gib Gas. Ja, komm. Du kannst dich weiter nach hinten kippen, zumindest. Was ist das? Das Differentialgetriebe ist ja schon an. Na, mal gucken. Oh, das. Okay, Toasty kommt, versucht von der anderen Seite mal zu stützen. Irgendjemand müsste mal versuchen, Nelvo rauszuholen. Erstmal dich, dann Nelvo. Weil ein nach dem anderen. Ey, da ist noch einer. Ice Only. Ha? Bist du? Okay. Ja, ich war gerade ein ganzes Stück. Ja, versuchen wir vielleicht später. Warte. Ha? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm schon, du schaffst es. Komm schon.
Ja! Ja! Wuhu! Jetzt nicht direkt wieder nehmen. So, jetzt noch Elvo. So gut, dann packen wir mein LKW steht voraus. Mein Anhänger. Ach so, ja, warte. Warte, genau. Ich gehe meinen LKW auch mal eben den Anhänger abkuppeln und dann. Es hat geklappt, ich glaub's nicht. 7 Leute da so. Wie viele sind wir? Ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Ist Nelvo frei? Ist Nelvo schon frei? Ne, ich glaube, warte, ich glaube noch nicht. Jetzt kommen erstmal ganz viele Fahrzeuge. Oh, sorry. So, ich versuch mal. Ups. So, die wollen. Jetzt müssen wir natürlich noch Nelvo rausholen. Ja, ich hole mal Nelvo, warte. Ich muss von der anderen Seite drücken, das ist das Problem. Wir müssen natürlich noch Nelvo rausholen. Den hole ich, komm, Nelvo. Hau ich da mal weg. Oh, Nelvo ist stuck, ganz schön böse. Ja, aber ich vielleicht schafft es jetzt. Nochmal. Ja, aber Nelvo ist fast frei. Tank leer. Tank leer. Gut, dann muss er sich abschleppen lassen. Gut, dann schleppen wir den Rest jetzt einfach noch. Die 57 Kilometer. Muss ich nochmal wenden. Was machst du? Ey, jetzt zur nächsten Auffahrt gleich wieder gecrashed. So. So. Ob das geklappt hat, Alter. Gut, dann weiter nach Leipzig. Ich sattel nur auf dort hinten. Hier steht er. Oh, das war jetzt genial. Ah, das war so geil. Das war eine echte geile erste Folge. Das muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall genial. So sind wir jetzt. Bleiben wir jetzt ich sollte vielleicht ankoppeln. Bleiben wir jetzt ein Konvoi, ein großer? Wir sind jetzt ein großer Konvoi. Also Uchebep und iStanley bleiben auf jeden Fall da, weil das sind beides Admins von meinem, Twincraft Server. Hammer geil. Boah, Leute. Ich weiß nicht, ob euch von euch, die hier helfen, gerade im Dings sind. Also Stanley und Uchebep sind auf jeden Fall drin. Die habe ich nämlich schon gesehen. Also ich meine im Stream hier. Also ja, im Stream. Riesen Dank an euch, Leute. Echt geile Aktion. Echt geile Aktion. Das war jetzt mal mega episch. Wenn man das hat, braucht man natürlich keine Themen, ne? Oh, ja, wenn man das hat, braucht man echt keine Themen. Warte mal kurz, fahr mal kurz ein bisschen langsamer. Ja, ich fahr mal so 70. Ich bin ein bisschen hinten hier mit Race Twingo. Fahr mal der C. Selbst Toasty kommt noch mit. Ich weiß gar nicht, ob Toasty ein Zuschauer ist oder nicht. Also der kam so vorbei, naja, also der kam ohne App, weiß ich. Auf jeden Fall extrem geile Aktion. Ja. Extrem geile Aktion. Das ist in der ersten Folge. Ja. Ein Hoch auf deinen schlechten Fahrkontakt. Ja, ein Hoch auf unseren LKW-Fahrer, der nichts kann. So, dann hier jetzt rechts. Genau, dann geht's ja gleich runter. Und ich werde mir so schnell wie möglich Warnleuchten anbringen lassen. Leipzig, ne? Ja, Leipzig.
So. The Key, Uchebeb, Toasty, Nelvo, Franken Let's Player. Ich komme mir vor, als hätte ich irgendwie eine 30 Jahre lange Tour erledigt. Der Waystwingo. Leute und begleiten uns und gratulieren uns. so nach dem Motto, unsere letzte Tour vor der Rente und alle Kollegen fahren nochmal mit. Hammer geil. Und wir sind in Leipzig. Wir sind in Leipzig und die Fracht ist, keine Ahnung, die Fracht nur halb. Meine ist halb, deine? Meine hat 16%. Ah, wir haben eine tolle Geschichte, das reicht. Ja. Oh, sorry. Uiuiui, fast eingeklemmt. Ah, oh, schön, da sind die Dings ja nicht an. Hier sind die Ampeln ausgeschaltet. Das ist toll. Das macht um einiges angenehmer. So. Wow. Oh nein, Toasty! Was ist nein, mit Toasty, Toasty passiert? Toasty hat sich gecrashed. Nein! Nein! Spiel! Warum? So. Dann wollen wir jetzt nochmal. Einfach ist mein Spiel gecrashed. Du bist. Dein Spiel ist gecrashed. Vor der Einfahrt. Ach nein. Aber, nee, kein Problem. Kein Problem, glaube ich. Dürfte kein Problem sein. Das speichert, wenn man einen Unfall hatte. Da ich ja Unfälle hatte, als ich zu dir gefahren bin, dich gedrückt habe, müsste ich mit dem Anhänger dastehen. Also dürfte nicht weit sein. Hoffentlich. Wir hoffen. Jetzt die Frage, steht mein Anhänger noch da? Ja, haha, gut. Ich fahre nochmal die 5. Also sind nur 53 Kilometer, die ich nochmal fahren muss. Also ja, ich bin gleich da. Das ist gut. Puh, danke Autospeichern für Crashen. Ich hasse es eigentlich normalerweise. Aber es war es mir ausnahmsweise gut. Gut, also 53 Kilometer, dann bin ich in Leipzig. Könnt ihr. Oh, wie geil das war. Ich glaub's nicht, Alter. Wie geil das war. Ach, der Nordrhein-TV-Play ist da. Schaut er jetzt hier vorbei? Interessant. Hallo, Ansgar. Eieiei, geil. Geil, der geil, Ansgar, geil. Der Ansgar hat mittlerweile die Größe eingenommen von dir, ne? Die haben jetzt auch ihre 50.000 Abonnenten. Pusht mich. Los. Sind die im Chat oder hier vor Ort? Die sind im Chat. Nordrhein-TV-Play. Nice. Hi, Leute. Der Ansgar wird das mit Sicherheit sein, weil der Zengis ist ja eher nicht so aktiv. Dann was? Wie viele Zuschauer haben wir denn überhaupt? Nice, aber das war hammergeil. Jetzt muss ich erstmal nur noch mal lernen einzuparken. Zeig dir gleich, wie das geht, das ist ganz locker. Wobei, ich bin jetzt ein ATS gewöhnt, also vielleicht brauche ich doch das. Aber nice, nice, das war Schickerino, also. Das war echt eine geile Aktion, das muss ich auch sagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da saßen. Also. Jetzt rammt Uchebeb mich jetzt gleich auch noch. Also ich glaube, wir saßen eine gute 15 Minuten schon, ne? Ja. Dich zu retten. Nice. Und alles begann mit den Kommentaren. Mal sehen, wann der erste Unfall ist. Ja. So, hier rum. Gut, ich bin noch 40 Kilometer entfernt. Ich bin schon auf der Landstraße. So. Und wenn gleich alles passt, habe ich meine Ladung abgegeben. Sind die alle noch da oder sind sie schon gegangen? Uchebeb ist noch bei mir. Ich bin 34 in der Queue, also ich bin gleich da. So, ich fahre. Ich komme jetzt nicht gleich in einen rein. So, und ich habe abgekuppelt. Mal gucken. Tolerabel. Immerhin habe ich $998 verdient. Ja. $998? Nice. Ja. So, ich bin da. So.
So. Gut. Ich spiele nur noch kurz rein. So, dann will ich mal einpacken, ne? Haben wir es denn überhaupt? Ja. Könnte ich durchfahren, naja. Kann ja durch die durchfahren, das ist das Praktische. So. Wohin musst du? Auch hier. Ja. Jetzt siehst du mal Parking Skills. Vom Allerfeinsten. Ja, du bist aber auch durch den Truck durchgefahren. Ja, es geht. Mit. Ich habe eine Motorfehlfunktion. Ich lasse meinen Motor jetzt auch aus, bis du abgegeben hast. Und dann würde ich sagen, war das dann auch die erste Folge, oder? Auf jeden Fall. Die war so gut. So viel Content. Eine richtige Rettungsaktion. Ah. Schon mal bei allen Beteiligten. Und abgekoppelt. Nice. Ausgezeichnet, Milchpur von Erfurt nach Leipzig geliefert. Wunderbar. Fortfahren. Speichern wir mal. Selbst Centex ist jetzt da. Centex ist auch noch hier. Centex ist auch noch hier. Als ob Centex auch noch da ist. Der fährt hier irgendwo rum. Du weißt, wer Centex ist, ne? Ja, klar. Centex ist Owner mit auf dem Minecraft-Server. So. Wollen wir jetzt noch eine Tour fahren? Würde ich machen. Warte, wir machen noch... Warte. Wir machen jetzt gleich erstmal die Folge dann gleich zu Ende. Erst zur Werkstatt. Genau. Konvoi zur Werkstatt. Konvoi zur Werkstatt. So. Sogar mit Eskorte. Oh Mann. Ja, ja, ja. Mit Eskorte, die absperrt. Krass. Ein Konvoi in die Werkstatt. Ja, die das ist so genial. Alter, wir haben ja Absperrungen und so weiter. Wie nice, wie nice. Wie nice. Ich fühle mich wieder. Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion. Das wird ja am Ende doch noch schieben. So wie bei Cars. Er schafft es nicht über die Ziellinie, aber wir schieben ihn. Ja. Komm schon. Wie sie alles absperrt, wie geil. Und wo ist mein lieber Centex? So, reparieren. Reparieren, $12,000. Ach, Felix. Gut. Oh, diese da hinten ist Centex. Gut, und weißt du, was ich jetzt mache? Ich stelle mich jetzt einfach auf so einer Schlafstelle schlafen. Wann, nur kurz, wann landen wir es etwa hoch? Mittwoch Sonntag? Oder so. Oder so. Ja, so Sonntag, sowas. Am Wochenende können wir gerne machen. Das krieg also ich dieses hin. Wochenende oder nächstes? Dieses Wochenende. So, gut. Ich würde sagen, wir werden dann, oder? Ja, also. Erik hat die Anmoderation gemacht, dann mache ich die Abmoderation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die kleine Rettungsaktion war echt genial. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin. Und bei... Erik. Du hättest jetzt nochmal bei sagen sollen. Bye, bye. Bye, bye. Achso, bye, bye. Ciao. Bye, bye. Ciao.